Willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Ja, legen wir mal los. Aesop, bring uns den Rucksack von diesem Gerippe 20 Kilometer den Fluss hinab, dass wir loslegen können. So. Bin gespannt, was es heute erwartet. Ich habe das Spiel ja schon öfter gespielt, aber soweit war ich, glaube ich, noch nicht. So, schauen wir erstmal, was wir alles machen können. Health passt. Platzproblem, wie immer, kennt man ja. Aber mein Ziel ist es immer noch, mal irgendwie eine Marina zu finden, um dort mal das Upgrade zu bauen. So, schau ich mal, ich erinnere mich grob daran, dass man aus irgendwelchen Sachen sich so Taschen bauen konnte, Pouches. Aber hier sind jetzt Nuts and Bolts, das ist gut. Ne, die Gloves brauche ich nicht, die mache ich jetzt dann zu Rex. Na, wo haben wir sie? Weil Handschuhe habe ich schon, genau. Ja, ich mache die zu Rex. Da kann ich dann nämlich gleich auch Bandagen draus machen, falls ich sie brauche. Die Nuts and Bolts nehme ich mit. Die brauche ich fürs Schiff-Upgrade und fürs Boot-Upgrade. Da haben wir Saplings. Sehr, sehr gut. Können wir wieder Fallen draus bauen oder andere coole Sachen. Ja. Schauen wir mal, was hier los ist. Ja, wenn es hier irgendwie Häschen oder sowas. Ich meine, dass man die aus Häschen macht. Da hinten gibt es Mulberries, aber nicht durch das Feld durchlaufen. Dandelions, Löwenzahn haben wir auch. Brauchen wir aber nicht. Ach, Inventar voll, scheiße. Haben wir auch irgendwas verschieben können? Ah ja, der Aesop hat noch was frei. Da geben wir dem mal hier irgendwas. Essen lohnt sich noch nicht. Ja, hier den leeren Dingens kann der Aesop haben. Die Mulberries sind viel wichtiger. Sonst hoffe ich, dass ich mir da nichts einfange. Ne, steht noch draußen. Sehr gut. Ja, Mulberries werden wir gleich mal einschmeißen. Erstmal schauen, was es hier gibt. Wahrscheinlich wieder Nuts and Bolts. Das wäre sehr praktisch. Jawohl. Und noch ein Jar, aber den brauchen wir nicht. Wir haben genug. Oh, Yucca. Ja. Die Yucca haben sie ja ziemlich genervt. Das waren ja früher, gab die 10 mit dazu. Jetzt gibt es nur noch 3. Nochmal erstmal vollstopfen. Natürlich erstmal die Mulberries wegziehen, denn die geben schon einiges wieder. Kann ich auch die Yucca aufnehmen. Für harte Zeiten. Wie zum Beispiel jetzt. Ich persönlich würde ja niemals eine Yucca essen. Die schmeckt mit Sicherheit ultra widerlich, aber naja, in der Not frisst der Teufel Yucca. Kennt man ja. So, Alkohol. Alkohol natürlich. Bitte. Als ob ich den liegen lassen würde. So, ja, nochmal Alkohol. Aber das Stitching Kit brauche ich auch. Dafür mache ich sogar nochmal Platz im Inventar. Stitching Kit braucht man für so viele Sachen. Und wenn ich mir gleich nochmal irgendwie Taschen machen will, brauche ich das bestimmt. Schauen wir mal, was man davon wegschmeißen kann. Oder vielleicht irgendwie verbrauchen kann hier den. Jar brauche ich nicht, weil da habe ich so viel im Inventar. Ja, die kann der Aesop haben. Zack. Und jetzt gib mir das Stitching Kit. Ah, ne, das ist das Falsche. Da, das brauche ich genau. Stitching Kit. Zack. Jo. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Cooles. Da sind auch schon die hier die Löcher von den Hasen. Da werde ich gleich mal schauen, ob ich mir vielleicht irgendwie diese Snares zusammenstiefeln kann. Um die dann damit einzufangen. Muss ich mal schauen. Gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Oh, ein Eber. Den möchte ich eigentlich nicht aufschreiben. Ah, scheiße, hat er uns bemerkt. Ah, hallo, ihr nehme ich auf jeden Fall. Nimm es mit. Ja, geht schon. Scheint friedlich. Ja! Okay, er ist doch nicht so friedlich wie erwartet. Schnell weg. Was haben wir hier? Ah, ein Cash. Erst bei den Eber ablenken. So, was gibt es der Cash? Nix. Ah, dauert ein bisschen. Komm. Neuer Task. Okay, das war knapp. Warm Snack. Ah, wahrscheinlich Würmer essen. Jetzt mal welche finden. Ist hier hinten irgendwas? Hier ist nichts mehr. Ah, dieser Eber, ne? Ja, ist ja echt super penetrant. Mal schauen wir. Ah, komm. Huh. Nee, scheiße drauf. Bevor ich da jetzt irgendwie einen Beinbruch oder sowas riskiere, lasse ich es lieber sein. So, jetzt verlaufe ich mal zurück zum Schiff und schau mal, was es kostet, mir diese Taschen herzustellen. Wenn die nicht so teuer sind, dann mache ich die gleich hier. Mal schauen, wo die sind. Die sind bestimmt Spare Trap. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Hab ja noch zu essen. Oh, warte mal. Die waren hier unten irgendwo. Da. Vielleicht brauche ich das Steel Knife dazu. Mal schauen. Da ist ein Boarhide. Ja, kommen wir später dazu. Pouch. Da ist es. Pouch. 2 Rabbit Hides. Ja, das hat mich recht erinnert. Ja, Rabbits haben wir ja da. Dazu brauche ich allerdings diese Snare. Und ja, mal schauen, was die Snare kostet. Kann ich die herstellen? Ja, kann ich sogar herstellen. Sehr gut. Erstmal schauen.
Ob die Hasen in der Dunkelheit überhaupt rauskommen. Nämlich Hasenlöcher sind auf jeden Fall da. Naja, jetzt übernachte ich erstmal. Wenn ich schon mal da bin, schlafe ich erstmal. Ich glaube nämlich, dass die in der Dunkelheit gar nicht rauskommen, sondern dass die nur am Tag da sind. Deswegen schauen wir mal. Guten Morgen. So, ah, da sind sie draußen. Sehr gut. Ja, dann baue ich jetzt mal ein paar von diesen Snares. Zwei Hasen habe ich gebraucht. Dann stelle ich zwei her. Und dann hole ich mir mal zwei Häschen. Schauen, was man dafür braucht. Erstmal brauche ich Platz. Ja. Konntest du erstmal was trinken? Genau. Der guten Morgentrunk. Gleich wieder voll machen. Jetzt habe ich natürlich keinen Wasserfilter, weil ich vorhin gesagt habe, oh, ich brauche keinen Wasserfilter. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich Inventar voll, nehme ich an. Ja, dachte ich mir. Oh Mann, ey. Snare kann ich auch nicht bauen. Scheiße. Was kann ich denn davon verbrauchen? Ein Ashcake? Ja, das reicht noch nicht. Habe ich noch zu wenig Hunger? So. Ah, okay, da war noch Platz. Stimmt, zusammenschieben. Immer gut. Ne, Storage full. Na, egal. Jetzt reicht es immerhin schon mal für die Snare. Vielleicht wird ja dann was platzfrei. Oh, es fängt so mit Regnen an, aber ist nicht schlimm. Ja, die Boxtrap. Jetzt wollte ich gerade mal vergleichen, ob die Boxtrap vielleicht weniger kostet, aber nee, tut sie nicht. Einziger Vorteil bei der Boxtrap ist, dass die gefangenen Tiere noch leben, aber ich brauche sie so, ich brauche sowieso das Fell. Deswegen ist es okay. So, eine Snare, Nummer 1 Hammer. Jetzt kann ich keine mehr bauen. Wahrscheinlich, was fehlt mir denn da jetzt? Wahrscheinlich fehlt mir Seil. Braided Cord fehlt mir jetzt wahrscheinlich dazu. Wie ist denn das angeordnet? Ach so, ja, alphabetisch. Was fehlt mir? Braided Cord. Ja, Braided Cord. Bitte. Massig Cat's Tail eingesammelt. Aber erstmal baue ich hier die Hardware, denn die geht vor allem. So, jetzt bin ich nass. Ist jetzt irgendwas, hat mich der Eber gerammt? Ne, die kommen ja nicht hierher. Das Bild zugewackelt hat. Also habe ich einfach nur, weil ich einen negativen Effekt habe. Alles klar. Ja, dann. Braided Cord. It is. Oh. Ach so, ja gut. Hm. Ja, dann Aesop hier. Tragt die Falle. Zack. Erstmal Braided Cord. So, jetzt kann ich mir hier die Snare holen. So, jetzt habe ich zwei. Sehr gut. Jetzt hoffe ich mal, dass die Häschen auch im Regen draußen sind. Und dass der Eber nicht meint, er müsste sich hier einmischen. Aber, ja, die sind draußen und laufen schön durch das Gift-Efeu-Feld. Also werden wir hier oben eine Falle platzieren. Wo haben wir sie? Da sind sie. So. Na. Deploy. Direkt vor das Hasenloch. Steht. Und das andere, ohne mich selber zu verletzen, direkt vor das andere Hasenloch. Ach, dieser Platz im Inventar, ich glaub's kaum. Was freue ich mich, wenn ich endlich das Raft-Upgrade habe. Für mehr Platz. Freue ich mich richtig. So, gehen wir mal ein bisschen zurück. Da kommen die Häschen auch schon wieder raus. Hat jetzt da einen erwischt? Klang gerade so, ne? Aber ist leer. Ach, jetzt habe ich die abgebaut. Na, egal. Bauen wir sie wieder auf. Die wird ja da ein bisschen beschädigt, aber das ist nicht schlimm. Stellen wir die gleich mal ein bisschen näher dran. Bau sie auf. Jawohl. So. So, jetzt muss man schauen, dass ich die irgendwie da reinjagen kann. Ja, der eine läuft ja schon in die Richtung. Na, verdammt. Es erinnert mich ein bisschen an Don't Starve. Diese Hasen da zu jagen. Aber ich glaube, die laufen mal von alleine rein. Da oben kam jetzt schon einer aus dem Loch raus. Immer ein bisschen runter, um die abzulenken. Ja, ja, ja. Jawohl. So, Nummer 1. Und da hängt er. Wie sammle ich das ein? Ach, da. Okay. Rabbit. Rabbit. Gut, Nummer 1 haben wir. Nicht ins Feld laufen. Jetzt lege ich mir erstmal hier rein. Kann ich auch ein bisschen schlafen. Und ich überwinde den Regen vielleicht. Nur nicht zu viel schlafen, kann man ja auch. Wenn man für Leute, die The Long Dark spielen müssen, ist ja immer in Etappen schlafen. Ist nie gut. Zu lang zu schlafen, verbraucht einfach zu viele Ressourcen. Na, schauen wir, vielleicht ist ja jemand. Vielleicht ist ja ein Häschen in der letzten Stunde reingelaufen. Nee, ist er nicht. Aber da. Ah, oh, ist super. Ist nur zu seinem Loch gelaufen. Jetzt nicht, ich werde doch jetzt den einen da noch. Komm, du! Lauf! Zack! Erwischt. Perfekt. Gut, dann habe ich jetzt zwei Häschen. Dann gehe ich zurück zum Schiff und baue mir meine Täschchen. Hier geben dann richtig viele Slots dazu. Ich meine, man kann die sogar öfter bauen. Aber ich habe jetzt natürlich erstmal nur zwei Häschen. So, da sind sie. Spoils after 4 days. Ah, egal.
Wir brauchen jetzt eh gleich so Skinned Rabbit, macht man da auf jeden Fall raus. Oh, wieder kein Platz. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat. Warum kein Platz? Ach so, weil es gibt ja Fleisch auch. Gibt Raw Meat und Skinned, also hier Hasenhaut. Ja, das Jerky mache ich jetzt dann auch gleich. Aber als erstes ist natürlich viel wichtiger, das Pouch zu bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha, was gibt's? 4. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist auch nicht wenig. So, einmal Jerky, einmal Wasserfilter. Jetzt, wo ich wieder massig Platz habe. Massig. Wenn ich nämlich auch wieder später... Boah, dieser Platz. Ja, Light Boots. Das überlege ich mir, ob ich mir da vielleicht isolated mache. Aber ich werde mir einfach aus Tierhaut dann später irgendwann mal was machen. Wenn ich so weit komme. Aber da brauche ich ja dann Steel Knife dazu. Jetzt haue ich mir erstmal hier das Steak rein, bevor es schlecht wird. Zack, wieder kein Hunger mehr. So, jetzt mache ich erstmal wieder Clean Water. Genau, jetzt hatte ich mir den Wasserfilter hergestellt. Gut. Ja, massig Platz, sieht geil aus, ne? Wenn ich jetzt noch eine Marina finde, wo ich mir dann das Schiff auch noch erweitern kann, bin ich super happy. Aber erstmal... auf den Fluss, denn es ist ja Flame in the Flood, nicht Flame on the Land. Erstmal hier aus dieser komischen, aus diesem Mahlstrom entkommen. Okay. Na, okay, die Richtung nicht. Gut Spiel, wir folgen dir. Und gehen außen lang. Und ab die Fahrt. Tschuuu. Ach, so ein bisschen. Ist schon immer so ein bisschen aufregend, hier da zu fahren. Uah. Oh, fuck. Oh, das hat HP gekostet vom Schiff, aber zum Glück nichts verloren. Manchmal verliert man ja auch Sachen, wenn man irgendwo hart crasht. Was ist da oben? Ah, das ist so ein. Was ist denn das? So ein Liquor Store. So ein, ah, fuck. Oh, jetzt geht's. Oh, oh. Jetzt ist die Karre aber echt schon richtig. Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber da oben ist ja Marina. Das ist sehr gut. Da kann ich nämlich auch gleich die Erweiterungen machen. Und vielleicht auch ein bisschen reparieren, wenn ich noch was habe. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht mehr. Ach, scheiß drauf. Ich habe genug. Jetzt muss ich erstmal zu dem Marina und danach schaue ich mal vielleicht... Boah. Jetzt ist natürlich da direkt das Auto davor. Wenn mein Schiff stark beschädigt ist. Ah, abgesoffen. Perfekt. Gas Raft Upgrade and Repair Lift. Sehr gut. Ja, dann. Ja, Upgrade ist auf jeden Fall erstmal am allerwichtigsten. Ich weiß gar nicht, ob ich reparieren kann. Kann ich noch irgendwas herstellen an Hardware? Nee, kann ich nicht. Ist aber auch wurscht. Denn ich meine, für das Upgrade vom Inventar braucht man nur einen Baustein. Jawohl, das reicht. Naja, hier, das braucht man. Oh, aber ich kann keine Upgrades, keine Reparaturen machen. Das ist blöd. Aber ist egal. Ich fahre einfach vorsichtig. Und da baut er sich selber zusammen. Storage. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, endlich. Ja, Platzproblem scheint damit gelöst. Vielleicht mal schauen, wie viel Platz ich da jetzt habe. Massig. Inventar ist massig frei. So, jetzt verschiebe ich erstmal. Na, erstmal was trinken. Passt. Und dann verschiebe ich nochmal was. Neues Wasser machen, natürlich nicht vergessen. Klar, ganz wichtig. Sonst trinke ich irgendwann aus Versehen das vergiftete Wasser. Da habe ich keinen Bock drauf. Hat mit Sicherheit irgendwelchen fiesen Folgen. Ah, schaut euch das an, dieser freie Platz. Alles muss aufs Raft verschoben werden. Alles. Was machen wir damit? Hello, ja, brauchen wir auch nicht. Alles. Alles aufs Raft. Alles. Ja, die Racks. Auch alles weg. Alles, was ich nicht brauche, direkt im Ding. Ah, ist noch massig Platz frei. Moved Raft. Immer noch 4 Plätze frei. So, jetzt wird alles verschoben. Brauche ich nichts mehr. Im Prinzip braucht man auch gar nicht so viel. Wenn man keinen Bogen hat. So ein Splint. Ja, einen Splint behalte ich mir auf jeden Fall. Falls man irgendwie verletzt wird, dass man den gleich mal anlegen kann. Dass man schnell davonkommt. Aber auch den Aesop mache ich frei. Penicillin, Antibiotikum braucht man auch nicht akut. Jo, dann geht's weiter. So, fahren wir hin. Fahren wir mal zu dem Marina da hinten. Ist ja kein Marina, zu dem... Ja, zu dem Fisch... Angelpunktlager, ja. Oder wir fahren nicht dahin, weil er viel zu weit weg ist. Gut, dann... weiter hinab den Fluss, aber Vorsicht, uah, holy crap, oh fuck, wow, 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 okay, boah, das war jetzt,
Jetzt geht mir gerade tierisch die Muffe. Oh, leck. Okay, die Karre hat 0 HP. Ich habe nichts, womit ich sie reparieren kann. Und ich war gerade am Marina. Alles klar. Ja, das kann doch nur lustig werden. Da hinten ist ein Waldstück. Mal schauen. Ja, ich fahre jetzt mal zu diesem Waldstück. Oh, da ist ein Camp. Das Camp wäre eigentlich besser. Mal schauen, wenn keine Gefahrenstellen sind. Ne, dann gehe ich zu dem Camp und hoffe, dass ich da irgendwas finde, womit ich die Karre reparieren kann. Da muss ich natürlich auch noch zum nächsten Marina kommen, klar. Na, oben links sieht man 16 Slots, habe ich jetzt im Inventar. Ha, da hinten ist auch gleich wieder das nächste Marina. Ha, danke, liebes prozedural generiertes Spiel, dass du mir das ermöglicht. Camp Killer Whale. Na, schauen wir mal, hoffentlich sind da keine Killerwale. Aber ich habe eigentlich alles, was brauche ich? Nix. Auf geht's. Das ist wieder eins von den großen. Ah, Saplings, sehr gut. Und massig Cat's Tail. Oder Cat Tail. Die nehme ich jetzt mal alle mit, denn ich habe gerade eben welche verbraucht. Und jetzt, wo ich Platz habe, kann ich es mir auch leisten, wieder einige Male im Inventar zu haben. Beziehungsweise auf Tash und Mulberries. Ach, wenn ich Mulberries sehe, dann wird mein macht mein Herz einen kleinen Sprung. Und wenn ich Saplings sehe auch. Wenn ich auch Saplings, kann ich Spare Traps bauen. Und wenn ich Spare Traps bauen kann, habe ich was zu essen und kann mich gegen böse Wölfe verteidigen. Wenn es mal kein ganzes Rudel ist. Ah, die guten Mulberries. Ja, Aesop, du bellst hier den Cattail an. So, erstmal schon hier. Nuts and Bolts. Nuts and Bolts, Nuts and Bolts. Bitte, 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 Nuts and Bolts. Ach, Old Lumber. Oh, Old Lumber ist eigentlich noch besser. Denn, ja, das sind diese Platzhalter für die Quests. Die kommen später noch. Old Lumber ist sogar noch besser, denn aus Old Lumber, meine ich, kann ich 20 Dinge reparieren an meinem Schiff. Jetzt muss ich nur dieses Camp hier überleben. Da hinten ist ein Wolf. Den will ich natürlich jetzt nicht erschrecken, dass er mich jagt. Und ich möchte ihn eigentlich auch nicht töten. Deswegen sneak ich mich hier an dem vorbei. Er scheint eh gerade zu fressen, ist abgelenkt. Sehr gut. Und da ist das Camp. Schauen wir erstmal, was hier in dieser Truhe drin ist. Flint, nehmen wir mit. Jetzt, wo wir wieder massig Platz haben. So, erstmal. Ne, Charcoal brauche ich nicht. Sitzig, kann ich das Fleisch, was ich noch im Inventar habe, kann ich dann gleich mal braten. Cooked Meat, kannst du machen. Ja, Wolf kommt eh nicht hier, wenn ich hier sitze. Das ist gut. So. So. Ist noch zu früh, um sich das reinzuziehen. Jetzt könnte ich mich eigentlich hier oben. Schau mal, der Wolf darf mich nicht bemerken. Flint mal mit. Oh, jetzt hat er mich. Oh, scheiße, das sind zwei. Die habe ich gar nicht gesehen. Die standen übereinander. Hilfe, Hilfe. Boah, die kesseln mich ein. Willst du mir nicht erzählen, dass die einigermaßen intelligent sind? Oh, scheiße. Muss ich aufpassen. Sprint sparen. Normal auf. Und. Ah, like, fuck. Lacteration. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja Stitching Kits und Bandages. En masse. Damit sollte ich das machen können. Ne, falsches Fenster hier. Lacteration. Cure with Stitching Kit und Bandage. Bandage. Habe ich massig hergestellt. Und ich hätte auch noch Alkohol. Aber ich meine, ich habe die hier noch. Genau. Ja, die müssen im Inventar sein. So. Fix me. Curing. Ja, sehr gut. Ja, früher brauchte man für so eine Lacteration nur ein Stitching Kit. Mittlerweile geht es auch mit Bandage. Und ja, sehe ich gut aus. Ja, ich bin hier fertig. So, jetzt verziehe ich mich mal zu der Marina da oben. Und repariere mein Floß. Dann komme ich sogar noch weiter. Ich hoffe, dass da jetzt echt nichts ist, aber es sieht ruhig aus. Ruhiger Fluss. Muss mich eigentlich nur durch diese Enge da durchschlagen, aber der Fluss ist ruhig. Und deswegen komme ich da easy durch. Perfekt. Smooth. Jetzt darf ich nur nicht vorbeifahren. Oder irgendwas rammen. So, zack. Kann ich gleich nochmal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwas bauen kann. Ich glaube aber nicht, denn ich habe eben schon alles gebaut. Ne, da kann ich nichts mehr bauen. Waterfilter habe ich noch. Ach, dann repariere ich mal. Repariere dich, Schiff, wie von Zauberhand. Ja, leider nur 20, aber 20 ist besser als gar nichts. 6 HP hat sie noch gehabt. Müde bin ich auch. Oh, Müdigkeit. Ja, die kann natürlich richtig einschlagen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich schlafen kann. So, weiter geht's. Habe ich gar nicht darauf geachtet, auf die Müdigkeit. Scheiße. Es kann nämlich echt schnell fatal werden, wenn man. Aber da ist auch gleich so ein. Im Krankenhaus. Ach, es regnet. Aber ist nicht schlimm. Wir sind ja gut eingekleidet. Aber zu dem Krankenhaus werde ich nicht hinkommen. Nee. Das ist nicht schlimm. Ein bisschen was hält sie ja noch aus.
12 Meilen sind wir jetzt schon gefahren. In 12 Tagen oder in 11 Tagen. Der 12. Tag kommt jetzt gleich. Eine Meile pro Tag. Ist eigentlich nicht so viel, wenn man wirklich vorankommen will, ne? Ja, beim Fahren sinkt die Erschöpfung immer drastisch ab. Da vergeht die Zeit anscheinend auch ein bisschen schneller. Eden Parish, Desolate Wasteland. Oh je, Desolate Wasteland, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Ressourcen. Was ist das so? Einöde, verrottete Einöde oder trockene Einöde. Oh, scheiße. Ah, Müdigkeit. Ja, hier gibt es natürlich nichts. War klar. Ja, wenn sie jetzt am Steuer einpennt, dann crash ich 100 pro irgendwo dagegen oder erfriere oder irgendwas, denn es ist auch noch kalt, es ist Nacht, sie ist noch nass. Gott. Ja, aber hier sind jetzt ein paar Dinge, wo ich andocken kann. Schauen wir hier bei der Kirche. Kann ich in der Kirche übernachten. Zack. Grave Grotto, good shelter. Sehr gut. Hungry, ja, hungry ist jetzt erstmal nicht schlimm. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch gleich noch irgendwas reinziehen. Lass mal schauen, ob hier irgendwas Verderbliches da war. Aber ich meine, ich hatte nur dieses das Fleisch hier oben. Ja, der Ashcake, der hält ja ewig. Das ist gut. Ziehe ich mir das hier rein. Passt. Habe ja auch noch das Jerky. Ashcake habe ich noch. Ja, also erstmal, hier verdirbt ja erstmal nichts. Passt. Ich habe auch noch genug. Und es kommen ja auch Tiere. So ist es ja nicht. Also mache ich mir dahingehend erstmal keine Sorgen. Jod. Schau, ich müsste mal wieder so eine Falle bauen. Oh, da gibt es noch so viele Sachen, die man bauen kann. Hier kann ich anscheinend nochmal eine Pouch bauen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal was bringt. Expand your capacity bis 28 Plätze. Wow, okay, da kann ich eine ganze Menge. Oh, das ist cold. Schauen wir mal. Ja, ist egal. Ich werde mir jetzt da in der Kirche erstmal hinlegen. Und dann passt das. Ja, diese Isolated lohnt sich erstmal. Jetzt mache ich erstmal ein paar Braided Cords, dass ich mir nochmal eine Spare Trap bauen kann. Zack. Ganz wichtig. Zum Tiere fangen. Denn jetzt habe ich erstmal kein frisches Futter mehr. Und den Stack machen wir noch leer. Sehr gut. So, wieder alles aufs Raft. Brauchen wir nicht. Raft. Raft. Stackt ja alles auch noch. Passt. So, weiter geht's. Ja, Desolate Wasteland. Hier muss ich sagen, war ich noch nie. Das ist jetzt für mich absolutes Neuland. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Ich vermute, hier gibt es Schlangen. Aber jetzt suche ich erstmal die Kirche, wo ich mich hinhauen kann. Gibt's nichts. Oh, oh, Wölfe. Holy crap, ein ganzes Rudel. Oh, scheiße. Oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, gegen die kann ich mich auch nicht wehren. Ja, das ist madig, 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 madig. Scheiße, schnell weg hier. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwo anders hin. Bevor sie vor Müdigkeit kollabiert hier zu dem Waldstück. Oh nein, scheiße, vertan. Oh fuck, exhausted. Und, collapse. Mist. Und, boom. Oh, scheiße. Hungry, thirsty. Oh, Hypothermia. Boah, ist die Temperatur jetzt so schnell abgesunken, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Very cold. Dabei bin ich doch dick angezogen. Oh nein. Dying of Hypothermia. Ah, scheiße. Nicht an Erschöpfung, sondern im Schlaf erfroren quasi. Mach's gut, Aesop. Macht's gut, Zuschauer. Ich bedanke mich bei ihm fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht mal wieder. Bis dann. Und tschüss. Ölbutton. Zack, zack. Oh, wie bei... Gibt's schöne Kohle? Bodytemp. Ja gut, sie ist nass. Aber es ist natürlich schnell kalt. Aber im Gegensatz zu der Stadt.